Moin und herzlich willkommen zur 333. Edelmetall-Tages- und gleichzeitig Schnapszahl-Ausgabe der Formationstrader. Mein Name Hamed Esnachari alias Wolke P. Heute Montag, der 23. Juli 2012 und die Edelmetalle zeigen Comeback-Qualitäten und dennoch schließt Silber minus 1%, Gold minus 0,45% in Euro minus 2,9% wieder unter der 1300er Marke, Silber minus 0,85% in Euro. Der US-Dollar-Index geht nach oben plus 0,13%. Wir schließen um die Zone bei 23 Dollar in dessen ETF. Die Minenwerte geraten ordentlich unter Druck. Dazu später mehr. Der US-Dollar-Index. Und damit fangen wir aus gegebenem Anlass an. War zuletzt bullish geworden und hatte hier ein höheres Hoch und ein höheres Tief gebildet. Wir hatten eine steigende K-Linie, wir hatten ein steigendes Momentum. Und ich hätte Ihnen gesagt, damit ist es eher wahrscheinlich, dass der US-Dollar-Index ein höheres Hoch und ein höheres Tief bilden wird. Aber wir werden abwarten müssen, ob denn die Bullen auch die Kraft haben, einen signifikant höheren Schlusskurs zu bilden. Was passiert? Die Nachricht aus Griechenland kommt am Wochenende raus. Der US-Dollar-Index nimmt ordentlich Fahrt auf, aber die Fahrt ist nicht stark genug, um diese trendbegrenzende Linie, und die kennen Sie, dieser großen bärischen Keilformation, nicht der kleinen, sondern der großen bärischen Keilformation zu brechen. Und dann kommen die Bären in den Markt und verkaufen den US-Dollar-Index aus und letztlich schließen wir nur noch 0,13% oberhalb des Schlusskurses vom gestrigen Tage. Wir haben immer noch ein steigendes Momentum, was aber mittlerweile nicht mehr von der Stochastik unterstützt wird. Gleichzeitig müssen Sie sich nach wie vor bitte klar machen, dass wir hier im Momentum eine bärische Divergenz haben und diese bärische Divergenz, wenn man eine absteigende Trendlinie zeichnet, zwar zuletzt gebrochen wurde, und wenn so etwas passiert, dann hat der Markt nochmal Platz zu laufen. Was aber letztlich bestehen bleibt, ist diese bärische Divergenz, die hier in diesem großen bärischen Keil bestätigt wird. Aber gleichzeitig bilden wir hier eine aufsteigende Trendlinie. Und wenn wir das mit dieser Linie nochmal vergleichen, dann sehen Sie, dann hat unser Keil nicht mehr ganz so viel Platz. Und derzeit würden wir diese Keilformation auch unterhalb von der gleitenden 20er und 50er bärisch auflösen. Insofern technisch gesprochen hat der US-Dollar-Index aktuell ein Problem. Wir scheitern nämlich aus Sicht der Bullen gesprochen einmal, zweimal, dreimal an dieser Zone. Die Frage ist, wollen die Bullen immer wieder diese Zone testen? Dann wird sie geschwächt, dann haben sie Kraft durchzugehen, oder kommen sie tatsächlich nach unten und brechen diese aufsteigende Trendlinie, indem sie auch durch die 20er und die 50-Tage-Linie gehen? Die Kerze als solche ist eher bärisch. Man wird abwarten müssen, ob es dann auch eine Fortsetzung geben wird, aus Sicht der Bären gesprochen. Damit feiert Gold zum x-ten Male ein Comeback, denn die Bären versuchen, diesen Markt auszuverkaufen, aber die Bullen kommen zurück und schaffen ein Reversal mit diesem langen unteren Schatten. Wenn wir uns das Ganze hier im 4-Stunden-Chart anschauen, nach wie vor im großen gleichschenkligen Dreieck. Zuletzt hatten wir ein kleines gleichschenkliges Dreieck gebildet und immer wieder diese obere Trendlinie getestet. Und ich hatte Ihnen gesagt, es ist eher wahrscheinlich, dass wir dieses kleine Dreieck bullisch auflösen werden. Das war falsch. Was passiert? Wir lösen dieses Dreieck bärisch auf. Gleichzeitig, das, wovon ich zuletzt gesprochen habe, diese relative Stärke, sehen Sie, die Bullen lassen gar nicht zu, dass die Bären hier ganz besonders viel mit dieser Trendlinie irgendwas anfangen können. Die kommen hier an, berühren diese Linie und sofort wird an dieser Linie gekauft und die Bewegung geht nach oben. Damit können wir uns von dieser aufsteigenden Trendlinie zunächst einmal verabschieden und konzentrieren uns jetzt auf diese absteigende Trendlinie. Die ist morgen im Bereich von 15,82 bis in etwa an diese Zone bis 15,80. Per 4-Stunden Schlusskurs, wenn das bullisch gebrochen werden sollte, nach wie vor die Zone zwischen 16,10 und 16,12 aktiviert worden. Wenn die Bären noch einmal zurückkommen und diese absteigende Trendlinie testen wollen und die ist dann im Bereich von 15,64, dann ist hier eine größere bärische Bewegung möglich, falls hier der Ausverkauf stattfinden kann. Ich hatte Ihnen gesagt, eher unwahrscheinlich, dass wir den Ausbruch am Montag sehen werden. Dienstag, Mittwoch, Ausbruch nach oben eher wahrscheinlich. Aber nichts, was Sie traden können. Erst muss der Ausbruch stattfinden und dann können Sie es traden. Und Sie sehen, das ist der Grund gewesen, warum ich Ihnen zuletzt immer wieder gesagt habe, bitte seien Sie kein Indizientrader, sondern seien Sie bitte ein Formationstrader. Und wenn der Markt hier unten durchgehen sollte, dann müssen Sie sich sagen, in Ordnung, dann ist der Markt short und dann traden wir das eben auf der Short-Seite. Damit der Blick auf Silber. Ich hatte Ihnen vor ungefähr 7 Tagen diese horizontalen Widerstandszonen eingezeichnet und Sie sehen, die Widerstandszone ist mir einfach ausgegangen, aber der Markt beschäftigt sich immer noch mit dieser Widerstandszone, erneut mit der 20-Tage-Linie, erneut mit dieser Zone. Ich glaube, Sie können es mitsingen, 27,35 bis 27,50 plus diese absteigende Trendlinie, die stammt seit
von März 2012 und wir haben einfach nicht mehr viel Platz. Wir haben nicht mehr viel Platz zwischen dieser Unterstützungszone bei $26.90 und der Widerstandszone, die ist aktuell bei $27.30. Hier ist auch die 20-Tage-Linie, hier ist auch diese Widerstandszone und hier ist auch eben diese absteigende Trendlinie. Dreifache Widerstandszone, mehrfach getestete Unterstützungszone. Erneut gilt es abzuwarten, ob die Bullen hier durchgehen wollen oder ob die Bären hier durchgehen wollen. Derzeit ist Silber etwas bärischer als Gold, aber falls Gold den Ausbruch üben sollte, wird natürlich dann eher Silber dieser Bewegung folgen. Und schauen Sie sich das an, wir haben nicht mehr viel Platz in diesem Dreieck. Die Frage ist also, bullisch oder bärisch, das gilt es nach wie vor abzuwarten. Im 4-Stunden-Chart haben wir Unterstützung, das haben wir allerdings nicht im Tageschart. Wir haben hier immer noch ein leicht fallendes Momentum, neutrale Stochastik, weiterhin abzuwarten. Wenn Sie die Intraday-Ausgabe geschaut haben, ich hatte Ihnen gesagt, wenn wir einen Stundenschlusskurs unterhalb der 26,75 generieren sollten, dann wird dieser Markt ausverkauft werden. Und auch das ist der Grund, warum Sie solche Intraday-Trades eben begleiten müssen. Ansonsten, wenn Sie hier nur mit Triggern arbeiten, dann kann es Ihnen passieren, dass Ihr Trigger abgeholt wird, aber die Fortsetzungsbewegung fehlt. Sie haben keinen Stundenschlusskurs und sehen hier eben dann keine Fortsetzungsbewegung nach unten, sondern Sie sehen einen Rebound nach oben. Die obere Begrenzung, wenn man hier im kleineren Zeitfenster sich betätigen möchte, immer noch die $27.60, dann können wir nämlich eine größere bullische Bewegung im Tageschart an diese Zone bei 28 machen und hier ist diese absteigende Trendlinie und die dürften Sie natürlich mittlerweile ebenfalls kennen, der ehemaligen bullischen Keilformation, damals die untere Begrenzung, jetzt die obere Begrenzung, wenn wir hier per Stundenschlusskurs drüber gehen sollten, dann ist diese Widerstandslinie aktiviert worden. Und zum Schluss der Blick auf GDX, weltweit größte ETF auf die Minenwerte, weil wir auch einfach lange nicht mehr drauf geschaut haben. Und einmal nochmal aus edukativer Sicht, schauen Sie sich das an. Test dieser Unterstützungszone, Bruch der Unterstützungszone und zwar mit Volumen findet das Ganze statt. Und dann machen wir hier eine Low-Base-Formation, die Bären versuchen nochmal den Markt abzuverkaufen, klappt nicht ganz. Wir machen erst nochmal ein Bär-Pullback an die 20-Tage-Linie und dann wird nochmal massiv dieser Markt abverkauft. Und schauen Sie sich das an, das ist das, was Sie sich merken können, wenn Sie ein Reversal bilden, wenn Sie eine Bodenbildungsformation haben und das ist auch das, was Ihnen Diesel am Wochenende versucht hat, zu Nokia zu sagen, dann ist das nicht so, dass Sie einfach nur eine Kerze haben, sondern Sie haben mehrere Kerzen mit extrem viel Volumen. Sie haben hier schon Volumen, da kommt hier Volumen, auf dem Weg nach oben gibt es Volumen, mehrere Kerzen mit Volumen-Peaks. Und dann haben Sie Ihr Reversal und Sie gehen hoch. Natürlich, das, was Unterstützung gewesen ist, ist Widerstand. Plus Sie haben diese absteigende Trendlinie und dann wird der Markt ausverkauft. Aber in den Ausverkauf hinein geht Ihr Volumen einfach flöten. Zuletzt haben wir hier eine bullische Keilformation gebildet gehabt. Und das, was Sie sehen, wenn ich Ihnen hier diese bullische Keilformation zeige, wir haben heute tatsächlich ein Klitschko kleines bisschen unterhalb dieser absteigenden Trendlinie geschlossen. Das ist eher bärisch. Die Frage ist jetzt, ob die Bären eine Fortsetzung dieser Bewegung machen können oder nicht, obgleich ich Ihnen gezeigt habe, dass wir hier sehr, sehr viel Volumen hatten und damit der Boden nicht weit sein sollte. Jetzt, wenn Sie sagen, ach Mensch, super, auf die paar kleinen Bewegungen unterhalb der Trendlinie, da interessiert mich nicht, ich mache jetzt einen Reversal Trade. In meinem Dafürhalten nicht angebracht. Sie haben ein fallendes Momentum, Sie haben eine fallende K-Linie, eine fallende D-Linie und das Ganze findet statt unterhalb der 20er-Marke. Plus, Sie haben im Wochenchart ebenfalls eine Verkaufsformation in der Stochastik, obgleich Sie hier bei einem ähnlichen Schlusskurs hier schon anfangen, eine bullische Divergenz im Momentum zu bilden. Also, in meinem Dafürhalten, falls das hier tatsächlich der Boden ist, falls diese Bewegung bullisch werden soll, man verpasst nichts, wenn man sich einfach Zeit gibt und abwartet, bis sich hier eine klare Formation bildet und die wird man dann auch erkennen und die kann man dann auch traden. Aber jetzt einfach reinzugehen, ist Lotteriespiel und Sie wollen als Trader nicht Lotteriespiele betreiben, denn es kann auch sein, dass Sie nochmal hier tiefer gehen wollen und tatsächlich diese Tiefs testen wollen oder vielleicht sogar ein bisschen tiefere Tiefs machen wollen. Insofern entspannt bleiben, abwarten. Viel tiefer als diese Zone um $39.32 wird es aller Voraussicht nach nicht gehen, aber kein Grund jetzt aktuell panisch diesen Markt kaufen zu wollen, da er aktuell sowohl im Tageschart als auch im Wochenchart short ist. Wenn Sie traden möchten, dann brauchen Sie einen Account, dann brauchen Sie Geld, dann brauchen Sie ein Asset, was Sie traden und dann brauchen Sie ein Zeitfenster, TF genannt. Auch das brauchen Sie, damit Sie traden können. Und dazu
Um das Ganze zu komplettieren, damit das Traden dann auch geschmiert läuft, ist ein Stop-Loss. Wenn Sie keinen Stop-Loss haben, dann können Sie eigentlich nicht traden. Das heißt, wenn Sie traden und Sie haben keinen Stop-Loss, dann traden Sie nicht. Dann machen Sie irgendwas anderes. Also, wenn Sie Trader sein wollen und wenn Sie traden wollen, bitte benutzen Sie immer ein Stop-Loss. Das nächste Update gibt es natürlich morgen erstmal von Silvio. Silvio ist aus dem Urlaub wieder da, zu meiner großen Freude. Die Beiträge wird es dann, also wenn Silvio wieder da ist, zum S&P 500 unter der Woche in schriftlicher Form geben. Edelmetall Intraday Updates, wissen Sie, machen wir am Dienstag nichts. Das heißt, morgen Abend, wie gewohnt, Gold, Silber, UUP im Tageschart. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie hoffentlich alle gesund und uns gewogen. Wolke P.